Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es ein Action-Haul. Ich weiß leider nicht, wo ich meine Quittung habe. Ich vermute, dass diese im Auto liegt, aber sicher bin ich wieder nicht. Ich weiß so ungefähr, was ich für die Sachen bezahlt habe und werde diese natürlich auch dann sagen. Melina, die sitzt bereits neben mir. Sie möchte nämlich gerne mitmachen und darf mir die Sachen anreichen. Und wir beginnen auch direkt mit den Wochenangeboten. Denn sie hält gerade schon was in der Hand und das ist vom Wochenangebot. Das darfst du mir jetzt geben, Melina. So, und zwar, ja, ich habe das schon aufgemacht und deswegen sieht es jetzt so ein bisschen kacke aus. Es ist eine Jacke. Diese schaut so aus. Ich habe jetzt die Größe M. Genau, vor Ort habe ich noch überlegt, Größe S oder M. Größe M ist jetzt 40 bis 42 und Größe S war 36 bis 38. Ist aber eher so eine Winterjacke und deswegen dachte ich mir, okay, nimm lieber eine Nummer größer. Und die habe ich jetzt ausgepackt, die hatte ich auch schon angezogen. Und genau, die ist vom Wochenangebot, die gab es jetzt nur in Grau, meine ich. Und für Männer in Schwarz und Dunkelgrau, da bin ich mir jetzt unsicher. Viele hatten sie jetzt da nicht. Ich glaube, dass sie nie so viel da haben vom Wochenangebot. So, wir machen diese einmal auf. Die ist hier vorne auch, die geht hier bis zum Kinn, sage ich mal, oder fast. Melina sucht schon die nächsten Sachen raus. Sie ist schneller wie ich. Also, es ist wirklich eine sehr weiche, warme Jacke. Also nichts für jetzt, aber die hat jetzt 7 Euro irgendwas gekostet. Und für den Preis dachte ich mir, okay, Grau ist meine Lieblingsfarbe und ich liebe ja solche Jacken. Und ich habe noch nie eine für 7 Euro gekauft. Und schon gar nicht so eine warme. Da gebe ich immer so um die 50 Euro aus. Ich ziehe die mal eben auch an, um einfach nur mal kurz zu zeigen, wie diese ausschaut. Was erzählst du? Mama ist noch nicht fertig. Nee. Ja, Moment, Melina. Ich schau mal dahin, weil da habe ich den Spiegel. So schaut diese aus. Also die passt perfekt und da bin ich echt froh drüber, dass ich M genommen habe und nicht S. Genau. Also wirklich sehr schön. Die Kapuze ist schön. Die ist mega. Hätte ich sogar zwei mitnehmen müssen. Also für den Preis wirklich mega. Ne, Mäuschen? So, legen wir die mal hier ab. So, das nächste Gebäck. Oh, die hatte ich jetzt auch schon öfters nachgekauft. Die kosten nicht mal einen Euro. Die kosten 97 Cent. Und die sind mega lecker. Vor allem, wenn Besuch da ist, dann habe ich gerne sowas da. Die halten lange. Die halten jetzt bis Dezember. Die sind aber jetzt am Wochenende weg, weil ich kaufe sowas immer gerne, wenn Besuch da ist. Und am Wochenende ist Besuch da. Und da habe ich halt gerne sowas immer da. Da machen wir weiter. Melina fragt schon, Mama, ist das für mich? Eigentlich nicht, denn Melina ist noch keine 3 Jahre. Und wir haben aber jetzt noch eine da, die unter 3 Jahre ist. Diese ist jetzt für Giano. Ich habe bei Action noch keine gefunden für unter 3 Jahre. Entweder diese 3 bis 5 und sie haben noch eine da für ab 6 Jahren. Keine Ahnung. Ja, diese schmeckt nach fruchtig. Diese schmeckt fruchtig. Genau. Auch mega günstig. Wir machen weiter. Genau, da haben wir dieses Produkt haben wir schon aufgemacht. So Mini-Smarties. Da durften sich vorhin Jan und Melina eine raussuchen. Kaufe ich auch sehr gerne da, vor allem weil die halt so klein verpackt sind und die dann wissen, wenn diese leer sind, dann gibt es auch nicht mehr, ne? So ungefähr. Ja, zeige ich sofort. Die ich schon mit dem nächsten Produkt in der Hand. Ich weiß gar nicht, wie viele hier drin sind. 11 Stück. 11 solche Mini. Ich weiß, ob ihr das eben erkennen konntet. Ne? Dann wissen die nämlich, die können alle auf einmal essen, die können sie auch verteilt über am Tag essen. Aber wenn es leer ist, dann ist es leer und dann gibt es auch nicht mehr. Ne? Das ist ja auch gut, so dass sie das lernen, weil am Anfang war es ganz schlimm. Giano konnte das, der hat das dann verteilt gegessen, aber sie nicht. Sie hat alles in den Mund gesteckt und dann, Mama, ich will noch mehr. Giano hat noch und ich nicht. Ja, nee, ne? Das ist so eine Sache,
wo sie mit auch lernen können. So, wir machen weiter. Melina packt hier schon das BH aus. Ja, also es ist ein BH. Ich hoffe, das ist so ein bequemer BH, denn ich kann zum Beispiel, ich trage kaum BHs, ne? Auch jetzt so, ne? So ein, trage hier so ein Topf, was halt bis hier hingeht. Und sowas trage ich halt in letzter Zeit sehr gerne. Dieses hier habe ich zum Beispiel von Shibo und ich liebe es. Hat aber auch über 10 Euro gekostet. Und das hier jetzt von Action sieht jetzt nicht so schön aus wie das. Aber das von Action hat jetzt 2 Euro irgendwas gekostet. Und für den Preis wollte ich jetzt auch mal testen. Auch der hier war jetzt im Wochenangebot. Wir können den mal auspacken. Ich hatte den jetzt nämlich noch nicht gesehen. Melina, du bist so schnell. Sie hält schon wieder was aus dem Wochenangebot. Zeige ich euch gleich sofort. Die ist zu schnell oder ich auch zu langsam. Größe SM. Da habe ich immer das Problem, bei der Brust ist es zu eng und unter dem Brustumfang ist es zu breit, ne? Weil ich halt so schmal bin. So sieht das Ganze aus. Also das war jetzt falsch rum. So rum natürlich, das ist vorne und das ist hinten. Boah, riecht das chemisch. Die werde ich jetzt erstmal waschen, aber ich kann mir vorstellen, dass es passt. Das ist ja sehr elastisch und da passt jede Menge rein, hoffentlich. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, es anzuziehen, aber sonst würde ich es euch auch gerne mal zeigen. Da bin ich aber jetzt zu voll für und es muss tatsächlich gewaschen werden, denn es riecht ein wenig. Ja, es ist so in den Händen geblieben. So, wir machen weiter. Vom Wochenangebot. Ja, japanische Erdnusskugeln. Diese sehen interessant aus. Hatte ich jetzt noch gar nicht gehabt und weil diese jetzt im Angebot waren, dachte ich mir, okay, nimmst du die einfach mal mit. Melina, langsam, es gehen die Sachen kaputt. Mama ist hier noch nicht fertig, ja? Die sehen so aus, gekostet haben diese 1,29 Euro im Wochenangebot. Der normale Preis dafür weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube 1,79 Euro. Dann machen wir weiter. Ach so, mit Feuchttücher. Mädels, die Feuchttücher sind wieder zurück. Ich musste ja letzte Woche und auch schon die Woche davor andere Feuchttücher kaufen. Nee, Melina, bitte nicht schütteln. Kaufen, weil es diese nicht gab. Und ich dachte echt, oh mein Gott, die haben die aus dem Sortiment genommen, weil ich die wirklich sehr, sehr gerne mag. Die sind günstig, 99 Cent. Die sind sehr dick, die sind sehr nass und einfach nur perfekt. Ja, davon habe ich jetzt mehrere mitgenommen. Das ist jetzt alles hier in der Packung drin. Ich glaube, es waren jetzt 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. So, und dann haben wir noch 2 Produkte. Zweimal dieselben Produkte. Gibst du mir das? Willst du das trinken oder was? Mhm. Das ist nichts für dich. Oder ist schon eine Delle drin? Was hast du gemacht? Melina hat da eine Delle reingemacht. Oder auch nicht. Genau, das ist das Arizona Eistee mit grüner Tee und Honig. Ich liebe es einfach. Ich trinke das so, so gerne. Davon habe ich jetzt 2 Stück gekauft. Dieser hat Pfand und kostet 79 Cent. Die waren jetzt ja auch irgendwann mal im Angebot gewesen. Da habe ich auch mega viele gekauft. Oh mein Gott, ey. Ja, habe ich jetzt nochmal gekauft. 2 Stück. Nee, das noch nicht. Das ist, da nehme ich nämlich meine Aufgebrauchtüte. Wollte ich jetzt noch nicht drehen, weil das sind noch nicht so viele. Also schon, aber es wird halt so mega aufgebraucht von Action und deswegen steht das gerade da. Nee, so, das war es jetzt auch zu diesem Haul. Genau, wirklich zu empfehlen. Das schmeckt sehr, sehr gut und wenn du das noch nicht kennst, solltest du das auf jeden Fall mal probiert haben. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video morgen. Tschüss! Und heute bin ich ES plus 11.
Das heißt Eisprung plus 11 Tage danach. Und ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, bei meinen anderen Kindern durfte ich immer bei ES plus 10 positiv testen.